Also wir haben einen Hunter hier. Meistens sind Hunter Face Hunter. Gegen Face Hunter liebe ich es, Taskmaster zu haben, Waffen, Armor Smith, Unstable Ghoul. Und deswegen spiele ich zweimal Armor Smith, da man auf der Ladder sehr oft auf Hunter trifft. Und Armor Smith ist einfach so eine wichtige Karte. Man spielt halt in Grim Patron Warrior keine Shield Maidens und keine Shield Blocks, also hat man nicht so viel Heal. Aber man hat viel mehr Antworten auf kleinere Minions. Ja, ich kann nicht wirklich was gegen den hier machen. Ich habe zwar den Whirlwind, aber irgendwie lohnt es sich nicht. Ich muss warten, bis ich einen Acolyte ziehe oder einen Frothing Berserker oder sowas. Ich glaube, ich spiele hier einfach den Taskmaster. Ich glaube, ich habe noch gegen so ein Deck, gegen den Facehunter Deck, hat man ziemlich viel Value. Kann man sehr viel Value mit dem Whirlwind rausholen. Alternatives Spielzeug wäre echt gewesen, halt hier mit der Waffe anzugreifen und dann Whirlwind zu machen. Okay, das ist halt blöd, wegen seiner Gravesucker, da hätte es. Oh, ich geht einfach Face. Alright. Ich spiele hier den Warzone Commander, da ich die kleinen. Ich möchte wirklich diesen Whirlwind so lange wie möglich aufbehalten. Und jetzt im nächsten Zug kann ich den Battle Range einsetzen oder Whirlwind, was auch immer. Und er muss jetzt beide Minions töten. Er muss meinen Armor Smith so schnell wie möglich töten und meinen Warzone Commander. Weil mein Armor Smith heilt mich und mein Warzone Commander gibt all meinen Minions Charge. Er weiß ja nicht, was ich auf der Hand halte. Sieht zwar aus, als würde ich ziemlich low droppen hier, aber das ist alles noch im grünen Bereich. Tötet mein Armus Wolf. Hat aber die Waffe verloren, sind 2 Schaden. Ich möchte hier am Rock machen. Und er muss auch meinen Boss und Kommandant töten im nächsten Zug. Wie ihr gesehen habt, ich spiele einfach den Profil Berserker und Charge in Face. Er droppt ziemlich, er hat weniger Leben als ich zur Zeit, also er muss unbedingt den Warzone Commander töten mit der Waffe. Und dann hat er hat seine Gleitsucker verloren und er hat die 3 Damage von dem Eagle Bow verloren gegen meinen Armor Smith und ich habe mich auch geheilt und jetzt muss er auch noch meinen Warzone Commander töten. Also es sieht halt echt sehr, sehr schlecht wie aus. Es gibt auch noch Misha und kein Hafer, also kann er mich auch nicht töten und auch nicht reintraden. Ein paar Karten hier wieder. Ah, ich werde die Deathbite hier einsetzen. Ist einfach zu stark gerade. Im Face. Da ich den Whirlwind-Effekt habe von der Deathbite und den Whirlwind, würde ich ihn einfach töten nächsten Zug mit meinem Frothing. Es ist unmöglich, dass er mich mit 7 Leben, 7 Mana töten kann. Also wenn er 2 Pinks auf den kriegt, das ist halt, wir halt extrem lucky. Okay, Quickshot. Ja, wie ihr seht, das ist halt echt. Er tradet die ganze Zeit, es ist eigentlich unmöglich, dass er das Spiel noch gewinnt. Jetzt muss er halt auch meinen Emperor töten, sonst ist er tot im nächsten Zug. Das weiß er natürlich noch nicht, aber.
Das müsste Liefel sein. Ein lustiger Liefel. Aber immerhin. Ja, in der Regel sind wir ziemlich stark gegen Hunter.